Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Hier ist der Danger Seeker. Moin Leute. Alles klar soweit? Da ist die Stimme schon wieder weg. Ah, ist sie schon wieder da. Das ist gut. Jo, was habe ich vor? Keine Ahnung, ich schmelze hier irgendwie Stein ein. Mal gucken, was passiert. Und ich würde gerne eine Werkbank bauen. Dafür brauchen wir Nägel. Habe ich gesehen, haben wir im ATV aber nur 5 Stück von. Und wir brauchen immer wieder Bretter. Hier braucht man viel Bretter. Müssen also wieder viele Bäume fällen. Muss da irgendwas geben, um die ganzen Bretter mal transportieren zu können. So eine Karre oder sowas. Das hätte doch was. Und schon ist die Ausdauer wieder flöten. Regeneriert sich zum Glück hier eigentlich ganz schnell. Ja, ein bisschen Ausdauer, glaube ich, zum Baumfällen oder kostet das gar keine Ausdauer? Hier noch mehr Holzscheide rein. Okay. Ungefähr ein Baum pro. Ja, ein Baum pro. Was sind das? Lager. Halterung, Holzscheithalterung. Interessant. Jo. So, wie weit sind die Steine? Aus kriegen wir also Eisenbrocken. Und die Eisenbrocken selber kann man die auch noch mal? Nee, die kann man nicht. Was hat man denn von Eisenbrocken? Sind schon Eisenbrocken drin. Immer die Nägel mit. Noch 5 Nägel drin. Wie wir Eisenbahn kriegen, ich habe keine Ahnung. Wie müssen wir in Höhlen gehen und Erz abklappen? Tippe ich mal jetzt.
Schnell erstmal die hier fertig. So, guck mal. Wunderbar. Ui. Ja, das ist schon was Schönes, ne? Mal hin und her rennen und die Mats holen. Das hat was. Aber es ist ja echt ein mögliches Bauen. Bisher wurden wir auch noch nicht angegriffen, was auch gut ist. Neue Holzscheide, haben wir die noch da? Oh, Punktlandung. So. Ja, drücken wir die Tab-Taste. Ich bin so 7 Days süchtig. Wollte ich eine Holzdecke mit Leiterzugang machen? Drei Bretter, drei Holzscheide. Ja, gut. Drei Bretter. Und wie viele Bretter haben wir hier noch? Nur drei. Die Bergbahn brauchen wir auch noch ein bisschen was. Na gut, wir brauchen jetzt erstmal wieder Holzscheide, dann haben wir da. Man nämlich eine zweite Etage bauen. So braucht man eine Leiter. Wenn die Leiter bekräftet, immer aus Holz, oder? Ach, kann ich ja gleich Bretter draus machen wieder. So. Noch 5 Nägel. So, hier mache ich eine Leiter. Holzleiter. Auch mit Nägel. Au, fuck. Hallo? Wieder will ich die Leiter. Will ich die da platzieren? Ah, das ist richtig. Stöckernägel. Okay.
das war nicht der Gast. Nicht die Mädel her. Stimmt, anders, ne? Eisenbahn. Einschmelzen. Oh, crap. Na, jetzt kann ich einschmelzen. Okay. Oh, ja, hier ist auch Feuerholz. Hm. Dann bleib warm. Eisen jetzt, was mache ich mit den Eisenbrocken? Hm, was macht man mit Eisenbrocken? Ein Feuerzeug herstellen? Oha, hab ich schon wieder Durst. Will noch was zu trinken? Nö. Mann, der Bräut trinkt noch eine Tür, ne? Da war schon sauberes Wasser drin. Tatsächlich. Da. Habe ich einmal so ein schmutziges geholt. Na ja, gut. So, hier noch eine Tür reinbauen. Mensch, Leute. Das können Leute ja hier, wie sie lustig sind, rein, raus, Türen. Glastür, das wird wohl nix. Ach, Bretter, jawohl. Da hat ich das Skorpion gesehen. Zwei,
Gut. Das ist gut. So, Leute, es wird langsam. Ich muss echt noch was, was man zusammen mit den Eisbrocken machen kann und wie ich diesen Erz einschmelzen kann. Achso, da fällt mir ein. Wir haben ja Bleierz eingeschmolzen und haben jetzt Bleibarren. Gut. So, wir fehlen noch zwei Bretter. Die haben wir doch wohl noch jetzt, ne? Den ist auch drin. Gut. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wurde viel gebaut. Sehr erfolgreich. Jetzt haben wir auch ein Dach über dem Kopf. Unsere Feuer bleiben an. Müsste eigentlich. Ja, bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, wenn es heißt The Infected. Macht's gut, Leute. Ciao.